So, seid grüßt. Wir spielen eine neue Runde. Und zwar Gefangene befreien. Wieder einen Posten versorgt, dass ich wieder sammle. Und das sind Kollegen von mir, die da drunter kommen. Feindkontakte. Er ist schon tot. Voll in den Schädel. Wenn du ihn reinlässt, gehen wir halt weiter. Wir werden auf jeden Fall in dieser Runde müssen. Untergrund. Sie sollten gleich am Eingang zur Kanalisation sein. Halten Sie Ausschau nach den Ärzten. Auf dem Campus warten Betten auf Sie. Betten. Auf jeden Fall meine Lagerbestände wieder auffüllen. Gibt's Wasser? Nicht auf, du. Das aktualisiert mir wieder den Cursor nicht. Das ist wahrscheinlich eine Art von Mission geschuldet, dass man... Da vorne ist auf jeden Fall alles voll Gegner. Hier sind wir auf der anderen Seite. Das heisst... ich bin wieder zurück. Shit, mal. Ich würde sagen, wir nehmen den aus dem Rennen. Da kommt kein Feuer auf mich zu. Ich
hättest nicht gerade dort die Deckung sollen. Jetzt kommen sie aus allen Ecken raus. Oh, der hat gesessen. Jetzt kommst du ja nicht so richtig, hä? Hey, du, bis die Waffe geladen hat. Nein! Verdammt! Du. Die könnte auch noch austauschwürdig sein. Aber die haben aber keine. Bleiben auf der ersten, weil die hat wieder zwei Gegenstände von diesem Typ. Zeug aufnehmen, weil ich etwas gebaut habe. Wir sind wieder aufnahmefähig. Auf die andere Seite. Autsch, das habe ich eigentlich nicht erwartet. Ich denke, dass eine Tür aufgeht irgendwie. Feuer ist weg. Ja, ich bin Kollege. Ich bin Freund von euch. Okay. Schon gut, das ist ein Division Agent. Wir kommen aus dem Lager an der Constitution. Die Outcasts haben uns gnadenlos verfolgt und wir haben uns gerade auf unser letztes Gefecht vorbereitet. Ehrlich gesagt, könnten wir ihre Hilfe verdammt gut gebrauchen. Die meisten hier sind Ärzte, keine Kämpfer. Ärzte können wir sehr gut brauchen. Folgen Sie mir. Wir erwarten einen Angriff von den U-Bahn-Gleisen. Pilzli, Züchter. Magic Mushroom. Dienen.
Ich kann da unten auftun, aber ich kann auch hier oben auftun. Das ist mir fast cleverer gedacht. Sagt schon, merci. Das wirst du wissen. Verschwinde da! Schlechtes Timing! Ha! Zwischte. Regal durch. Nein! Der hat sicher meine Jungs getötet. Oder einmal. Jetzt ist weg. Hätte ich davor können machen, dann wäre der nicht durchgekommen. Oh, der macht sich selber kaputt. Mordattentäter Balls. Scheiße. Mit Tränen sprechen. Das hätten wir geregelt. Das wäre die zweite Tür gewesen. Tun wir so mal auf, dass sie geöffnet ist. Demokratischer Eid gilt nicht für Psychos, die versuchen, mich oder meine Leute umzubringen. Sagen ja. Sie Henry, dass wir seiner fröhlichen kleinen Bande beitreten. Das ist eine genau gleich. Wir haben Ärzte und Krankenschwestern, die sich nur zu gerne einbringen würden. Der Campus schafft Platz für Matty und die anderen Überlebenden. Sie werden in der Klinik helfen, sobald sie gegessen haben und ausgeruht sind. Wir sind Level 31. Es war irgendwie noch eine Kiste Spätzmuni. Fast vergessen. So bringe ich mehr Muni zusammen. Falls ich meine Munition irgendwo aufstocken kann.
auch reinschieße. Das grosse Blinken. Violett legen wir nicht mehr an. Unter Gelb geht gar nicht mehr. Agent fordert Verstärkung an. So, der Campus hat davon von Ärzten bekommen. Das wird sicher eine heftige Verbesserung bringen wieder für das Lager. Wir müssen noch eine Mission haben. Eine grössere. Hier mache ich später mal fertig. Das ist ein Haupteinsatz. Wir gehen mal das Safe House holen. Stufe was? Ah, hier ist. Das hat eine Stufe 28 oder so. Wir gehen mal zum Safe House. Zeigt es das an? So nicht dort dorthin arbeiten, was auch für mich selbstverständlich ist. Ich glaube, ich habe nichts, was ich euch geben kann. Batterien habe ich auch nicht. Schraubendreher auch nicht. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Schön in die Rücken geschossen. Schon rein, verdammt! Dachte wohl, das rette ihn. Verwundung entdeckt. Sollte nicht so ohne Deckung gegen so starke Gegner, aber solange keine anderen rum sind, geht's. Alhamdulillah. Diese Autos von der Straße räumen sollten? Schnell gegangen. Ein Granätchen, gut. Das erinnert mich immer daran, dass ich schaue, ob irgendwo ein Fallschirm gesehen habe. Wieder.
so eine Spezi helfen. Sorry, bist du mir im Weg? Wir sind noch da! Genieß den Moment. Das ist dann nicht sehr optimistisch. Das wäre ein hervorragendes Lager hier. Wir sind in der neuen Welt. Im neuen Viertel so. Da sind Farmen wir noch. Wo ist jetzt das Safe House? Wir sind da. Ganz so lang gegangen. Hier ist schon recht Zerstörung am Werk. Öffnen es einfach mal. Kein Loot. Hier gibt's nicht viel, aber etwas davon könnte hilfreich sein. Ich gleiche die Daten mit dem ab, was wir rausgefunden haben. Einiges neu entdeckt. Es könnte noch schwierig sein einzunehmen. Das ist auch nochmal das Hauptlager von den Outcasts. Und hier noch die zweite Dark Zone. Das Grenzgebiet kontrollieren sie. Wir holen noch schnell so einen Kontrollpunkt. Und zwar den. Shaytech-Behälter erkannt. Ich kann hier nichts mehr machen. Das aufräumen, das würde ja noch zu tun geben dort. Die Grafik tut sich ein bisschen schwer, langsam. Es kommen immer mehr Fehler. Violett. Da lässt es mich nicht durch, aber vielleicht kann ich direkt rauf. Feindlicher Nachschubkonvoi in der Nähe. Ja.
Kann ich nicht. Was will mich da nicht direkt durchlassen hier? Da muss doch irgendwo Durchgang geben. Ich bin vielleicht hier auf das Glasdach kommen. Nee. Muss doch das da einen Durchgang geben hier. Gartenbauzone da. Jetzt hat es mich aber nicht hier durchgeführt, oder? Jetzt auf das Mal will es, dass ich da durchgehe. Da soll es aber direkt durchgehen. Violett, bäh! Noch gelb. Feindlicher Nachschubkonvoi erkannt. Hier einmal. Ja, logisch. Gerät erkannt. Ja, Handy. Zusammenreißen, ich weiß nicht mal, wofür ich hier noch irgendwas mache. Fuck. Wir kämpfen für das Gute. Töten und sterben. Und wofür? Das Land ist im Arsch. Die Welt ist im Arsch. Es ist aus und vorbei. Wir haben verloren. Und was willst du jetzt machen? Ich gehe zurück in den Westen. Nach Hause. Schon besser. Das ist Fangflucht. Erschieß mich doch. Hier, das ist. Sehr geil. Dann gibt sie jemanden, der glaubt, es gäbe noch was zu retten. Und sagt den anderen. Ach, egal. Mach's gut, Kumpel. Da rückt gerade der Trupp aus. Ich die so schon verwutschen. Bevor mich von denen von hinten angreifen, killen sie lieber gerade am Anfang. Mit ein bisschen Glück. Haben die da vorne gar nicht mitbekommen. So dumm wie die sind. Feindliche Übertragung erkannt. Von weitem aufgefallen. Da kann ich jetzt doch nicht.
Mit der ernsthaft niemand durch hier. Ist das euer Ernst? Trinkwasser in der Nähe. Ganz Innenhof ist nicht durchquerbar. Die anderen warten auf ihr Team, das Zeug heimbringt. Sie sind vor dem Lager schon erschossen worden. Granaten gleich wieder auffüllen. Leider nicht. Ist das Medipack? Feindlicher Nachschubkonvoi in der Nähe. Ja, okay, das sieht schon wieder besser aus. Aber auch. Der hat 2 von 3 extra Markensätze und dann noch 0. Wir müssen mal alles für gleiche Marken. Dafür fast 2000 mehr. Agent braucht Verstärkung. Trinkwasser entdeckt. Ich muss das noch schneller regeln, bevor wir angreifen. Bessere Maske bekommen. Das ist Markensatz 2. Das halt nicht. Aber es ist ein bisschen höher. Nehmen wir. Verzichte halt auf einen Markensatz. Schlechter. Noch schnell die Kiste auftun. Vielleicht bekommen wir noch etwas Geiles. Zum Beispiel. Kein Mod aufnehmen. Leider. War das Scharfschützengewehr gewesen? Es kann etwas schneller schiessen. Hat aber deutlich weniger Schaden. Bleibt ein langsameres Gewehr. Feindlicher Nachschubkonvoi erkannt. Granate ist voll. Ich habe eine gebraucht. Damit ist 3. Ich
War gar nicht so weit, wie ich dachte. Biene habe ich davor. Das hat geil ausgesehen. Ui, da kommt was zu fliegen. Sie sind nicht ohne. Ich denke, von hinten kommen wir auch. Ich habe gehofft, ich kann den verbrennen, wo der... Aufpassen, irgendwann kommt wieder einer, der sie heilt die ganze Zeit. Sofortige medizinische Hilfe erfolgt. Ich sehe, dass mit einer von hinten abschießt. Scheiße. Ah, ich kann eine Blutung stoppen. Was wäre passiert? Das habe ich auch noch nie können. Kann das sein? Aber ich kann doch jetzt bei meinen Hilfstruppen respawnen. Ja. Die müssen einfach die Stellung halten, kurzzeitig, bis wir kommen. Feindlicher Nachschubkonvoi in der Nähe. Schieße dich. Setze das Geschütz auf den Wagen. Jungs, alle auf den. Aber ich vermisse, dass der Mörser, ich weiß nicht, ob die Fertigkeit noch nicht gross genug ist von mir, dass ich Mörser betreiben kann, dass das funktioniert. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Schieße jetzt! Ich will gerne rauf. Ich will rauf. Jetzt sollte ja noch ein bisschen helfen aussen. Ja, mein Geschütz holt auch von innen. He? Nicht. Genau. Das ist genau die Säule dazwischen. Was zeigt das da so geheissen so? Ist das? Schwer gepanzerter Feind erkannt. Was? Da bist du! Er hat bezahlt! Feinde erkannt. Feindlicher Nachschubkonvoi erkannt. Zeig dich um. Niemals!
Ha! Das war aber einfach auszuschalten, das kann noch nicht der endgültige sein. Ich glaube, jemand im Haus. Denkt es mir irgendwie. Wo ist denn das hier? Tschüssi, was? Sind wir gar nicht alle? Ein Campus-Projekt ist bereit zur Fertigstellung, Agent. Sogar zum Nachschub auch freigeschaltet. Das ist ja noch so spätzi. Ich hab dich im Blick. Jetzt ist Ruhe. So wird das gemacht. Genau so. Hier bis angezeigt. Die ganze Siedlung. Agent. Ah, das ist der Officer. Da wird noch ein bisschen Material. Das hat kein Markensatz. Dafür viel mehr Fertigkeiten stärke. Oder wir lösen. Bessere. Da hätten wir den 29er. Da haben wir schon. Okay. Was habe ich jetzt gedrückt? Ist alles gut. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Wir haben reichlich von allem, danke. Das sieht aber nicht so aus. Wir sind versorgt. Einsatzgeber.
Siedlung ist immer noch tot. Ich hoffe, ich habe nicht irgendetwas mega Dummes vergessen irgendwie. Dass die schon lange gestartet wäre. Es ist ja schon ewig gegangen, bis ich geschnallt habe, dass ich da noch unten rein kann. Ah, die haben auch noch angegriffen. Das hat wahrscheinlich einen neuen, weil der Auftragstyp da, der ist neu aufgegangen. Es könnte sein, dass das ist, weil ich den Konvoi abgefangen habe. Oder weil ich Siedlung eingenommen habe, von beiden. Die Frage ist, wie ich den finde. Feindliche Übertragung erkannt. Wie komme ich zu dem Typ? Das zeigt mir so keine orange Linie. Genau hier. Da muss es irgendwo reingehen. Das ist eigentlich im Auto gehockt. Das ist ja auch ihre Psychoparty da. Da ist doch im Boden unten. Da ist schon weit unten irgendwo. Ja, hier haben wir einen Schacht, also wird es das sein. Jetzt komme ich natürlich von hier nicht mehr her. Von Huren Kopfgeld. Feindliche Übertragung empfangen. Einsatz. Agent, vielleicht können Sie uns helfen. Wir haben kürzlich eine Übertragung vom Navy Hill empfangen. Das klingt wie ein Morsecode, aber wir werden einfach nicht schlau daraus. Es muss sich um eine spezielle Verschlüsselung handeln. Ich habe früher gerne Codes geknackt, aber das hier macht mich wahnsinnig. Ja.